Hoffe ich zumindest. Okay, cool. So, dann fangen wir an mit Cyberpunk 2077. Aus Zeitgründen habe ich es jetzt so gemacht, dass ich quasi die Patreon-Videos für Cyberpunk, das ja gewählt wurde zum Patreon-Spiel, so ein bisschen mit diesem Stream hier quasi fusioniert habe. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Und außerdem ist ja heute Random Stream, wo ich irgendwas spiele, was wir bis jetzt noch nie gespielt haben. Und da hat natürlich der Release von Cyberpunk perfekt gepasst im Grunde. Insofern hier passt's perfekt zusammen. Genau, deswegen starten wir heute mal ein neues Spiel und spielen die ersten paar Stunden und schauen mal, wie weit wir kommen. Schon allein der Einstieg des Spiels ist man ist ja Stunden schon beschäftigt, bevor das Spiel erstmal so richtig losgeht. Ich bin gespannt, wie weit wir heute überhaupt kommen. Ich habe privat schon einen Charakter angefangen, aber habe noch nicht viel gespielt. Aber ich will eben heute deswegen ganz bewusst einen anderen Charakter bauen, als den ich privat spiele. Deswegen werde ich mich auf Sachen spezialisieren, auf die ich mich sonst nicht spezialisieren würde. Neues Spiel. Ich glaube, wir spielen auf normal, oder? Normal kann man schon machen. Naja, dann ist das ein bisschen fordernd, muss es sein. So ein Rollenspiel, finde ich, wo es viel um Ausrüstung und Waffen und Looten geht, darf nicht zu leicht sein, weil sonst verschwindet das Ganze. Coole. So, in meinem Spiel habe ich nämlich hier so einen Nomaden genommen und jetzt nehmen wir mal eine der anderen beiden, entweder Street Kid oder Konzern. Mich würde der Konzern interessieren. Mich würde der Einstieg als Konzernmitglied wirklich interessieren, weil das kann ich mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Da bin ich echt gespannt. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige lebend wieder heraus und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht, nur Gewinner und Verlierer. Ja, genau. Ja, hey, nehmen wir Konzerneinstieg. Finde ich gut, finde ich interessant. Los geht's. Und, weil ich privat die weibliche Figur spiele, spielen wir heute mal die männliche Figur. Dann kann ich auch gleich auf Unterschiede eingehen, die es da eventuell geben. Tätere, Täte. Der Editor ist ehrlich gesagt, ich habe mir den umfangreicher vorgestellt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin Vi. Ich bin Vi. Ich bin Vi. So viele Möglichkeiten bietet der gar nicht. Dafür geworben wurde, dass man irgendwie seine Genitalien und seine Nippel eigens einstellen kann, finde ich, hat der gar nicht so viel Auswahl, ehrlich gesagt. Zum Beispiel nur 12 Bärte und nur 21 Ohren, okay. Ich schätze, 21 Ohren sind okay, aber man kann jetzt auch nicht feintunen oder so. Es gibt halt vorgefertigte Sachen und fertig. Hätte ich mir erwartet, muss ich sagen. Ich drücke einfach ein paar Mal auf Random, bis einer kommt, wo ich sage, haha, lol. Wow. Habt ihr die Game Awards verfolgt? Gestern Nacht? Ich fand die ein bisschen langweilig, leider. Aber ich finde so Awardshows, glaube ich, immer ziemlich langweilig. Im Endeffekt ist es halt eine Trailer-Werbeshow. Und nebenbei werden halt ein paar so Preise rausgehauen, aber irgendwie. Okay, ich glaube, wenn ich auf Random drücke, kommen Figuren dabei raus, die selbst mir zu abgedreht sind. Hey, Zakorak, wie geht's? Irgendwann kommt schon einer, wo ich sage, ja, der ist es. Oder müssen wir doch einen selber bauen? Mir geht's auch ganz gut, dankeschön. Die Haare, finde ich, die haben schon mal was. Okay, ich gehe nochmal auf die Standardvorlage und dann bauen wir selber ein bisschen. Hilft ja nichts.
bleich. Wenn da so ein Konzernmitarbeiter ist, ist er bestimmt super bleich. Genau, das ist eine gute Idee. Ich habe nämlich nicht so genau gewusst, was für einen Charakter ich eigentlich bauen soll. Aber wir haben eine Konzernvergangenheit quasi. Wir gehören zu den korrupten, intriganten Superregenten in dieser Welt hier von Cyberpunk. Und so müssen wir auch aussehen, finde ich. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich glaube, so eine Konzernfrisur darf nicht zu punkig sein, ne? Das ist, finde ich, eine gute, ne? So ein, wie so ein aristokratischer Cyberschnösel. Das ist gut. 23 merke ich mir. 23 wird sich gemerkt. Das passt. Doch machen wir so einen futuristischen 17. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert Aristokraten. Sir Spittleweevil ist im Weef. Würde ich sagen, nennen wir den dann. Wir können den gar nicht nennen, der heißt immer wie. Ich glaube, die nehmen wir. Welche war das? Irgendwas mit 20, oder? Gleich kommt sie. Ja, sehr gut. Gibt's auch so richtig weiß? Nee, schade. So richtig, richtig weiß. Ich hätte gern so richtig knallweiß gehabt, aber das geht scheinbar nicht wirklich. Dann machen wir... eine andere Farbe. Machen wir einfach blau hier so. Okay, überredet. Nase ist mir, glaube ich, ehrlich gesagt ein bisschen Wurst. Guck mal, der hat richtig Haare in der Nase. Ha, verrückt. So, Nase hat er. Moment mal, warum war ich schon bei Nase? Wir müssen erstmal, hä? Ich bin irgendwie in der Zeile verrutscht, glaube ich. Augen, also die Augenform ist mir ehrlich... Obwohl, schauen wir mal, ne? Wir brauchen kaltblütige Konzernaugen. Keine kaltblütigen Killeraugen, sondern so Vertreteraugen. Das sind eher so... Ich bring dich gleich um, Augen. Ich hätte gern so, ich verkaufe dir gleich eine Waschmaschine, Augen. Aber die finde ich hier nicht wirklich. Das ist wahrscheinlich auch der Blick. Aber das sind ziemlich arrogante Augen, oder? Das ist gut. Gibt's Dollarzeichen? Nein, das wäre schön. Dollarzeichen als Augen hätte ich gut gefunden. Schade, schade. Man kann nicht alles haben, schätze ich. Ich meine, wenn es schon solche Augen hier gibt, ne? Dann nehmen wir keine Standardaugen. Hier, ich glaube, so ein Business-Dude hat eher solche Augen hier, ne? Sowas eher. In der Zukunft. Oder hier Hypnose-Augen. Ich nehme die Augen. Kiefer! Ich glaube, der Kiefer ist mir wurscht. Vor allem, wenn wir eh im Bart haben, wahrscheinlich. Schauen wir mal. Und die Ohren sind mir, glaube ich, auch wirklich wurscht. Die will ich nicht. Die nehmen wir. Schauen wir mal, welche Bärte es gibt. Also, kein Bart. Bissele Bart. Langer Bart. Kurzer Bart. Trucker Bart. So ein Bart. Wikinger Bart. Aha, das ist ein guter Bart, glaube ich. Passt zur Frisur auf jeden Fall. Ich habe es nicht gesehen. Auf was bezieht sich denn 23? Wahrscheinlich bin ich schon... Ich habe so lange nicht mehr in den Chat geguckt, Desert Railgun, sorry. Ah, dann gibt es aber noch... Ah,
Aha, man kann die Bärte auch noch unterschiedlich anpassen dann. Ich verstehe. Wir könnten auch nur so einen Wirbelzwirbel-Zauberschnauzer machen. Ach, das waren wegen die Haaren noch. Okay, ich war so im Editor gefangen. Was sagt ihr denn hierzu? Mit Bart, Zwirbelschnauzer mit Vollbart zu den Haaren? Oder lieber nur den Schnauzer? Ich finde, das hat auch was. Vielleicht muss ich dann das Kinn nochmal bearbeiten. Aber grundsätzlich finde ich das auch witzig. Wir sehen unseren Charakter eh so gut wie nie. Eigentlich ist es ganz egal. Aber lustig wär's schon. Was sagst denn du, Merlin? Zu meinem Charakter. Lieber so oder so? So oder so? Ohne Bart, der Adrelgan sagt mit Bart. Schöne Grüße von Zakorak, soll ich dir ausrichten. Ich tendiere, glaube ich, auch eher zu ohne Bart, weil ich habe jetzt als Backstory genommen, dass er so Konzernfuzzi ist und zu diesem großen Unternehmen gehört und so ein skrupelloser Geschäftsmann ist. Und da finde ich den Bart besser. Der sieht ein bisschen aus wie Pierre oder wie auch immer, der war hieß aus. Sir Pierre aus Mars Effect. Ach, mein Shepard. Ja. Mein Chopin, genau. Das stimmt ein bisschen. Na gut, dann nehmen wir ohne Bart. Hallo, Lord Killermietze. Was ist los? Doch, ich will auch ohne Bart. Ich bin auch für ohne Bart. Deshalb Dragon wurde leider überstimmt. Nix für ungut. Okay, Cyberware, was haben wir denn da? Das muss schon fancy aussehen. Da gibt es leider auch ein bisschen wenig, finde ich, ne? Aber hier so goldene Wangen. Warum nicht goldene Wangen? Ein Cowboy-Hut würde das Aussehen abrunden. So gibt es im Spiel garantiert, ne? Die Kleidung, die wir finden, wird noch viel ausmachen. Da bin ich mir ganz sicher. Narben braucht der Konzernkerl natürlich nicht. Aber vielleicht ein Tattoo irgendwie? Ja, eher nicht. Ja, das könnte man schon machen, finde ich. Ich finde, das Einzige, was für den Konzernkerl wirklich gehen würde, wäre das hier. Aber auch da bin ich mir nicht sicher. Vielleicht lassen wir es einfach. Muss ja nicht sein. Die Piercings, die stören mich schon die ganze Zeit. Ich glaube, die müssen in dem Fall weg. Aber jetzt sieht seine obere Augenpartie ein bisschen leer und langweilig aus. Jetzt habe ich mich schon dran gewöhnt. Aber das passt nicht zu meiner Vorstellung von so einem Konzernkerl. Nicht mal in der Cyberpunk-Welt. Worum geht's in dem Spiel? Also das Spiel basiert im Grunde auf einem uralten Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und spielt in so einer Cyberpunk-Welt. Du kannst es dir im Grunde ziemlich genau vorstellen. Nicht ganz, aber vom Stil her sehr stark angelehnt an Do Android Stream of Robotic Sheep. Wie heißt denn der? Blade Runner. Genau, Blade Runner meine ich. Und der Einstieg in das Spiel ist sehr unterschiedlich und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht hundertprozentig, wie die Hauptstory eigentlich verläuft. Soweit bin ich mit meinem anderen Charakter noch nicht. Deswegen weiß ich jetzt gar nicht genau, was genau mit unserem Firmencharakter jetzt am Anfang passiert. Aber irgendwie werden wir in den Straßen von Night City landen wahrscheinlich und da dann Fälle übernehmen und so Hired Guns werden und so, Hacker, je nachdem, wie wir unseren Charakter bauen halt. Ich warte jetzt schon locker 5 bis 7 Jahre auf das Spiel. Ja, ich glaube wirklich, ne? Das wurde 13, wurde das schon angekündigt, das stimmt. Das ist im Grunde von, also das ist von den Witcher-Machern. Das ist im Grunde so der Nachfolger von Witcher 3. Also natürlich, ne, anderes Universum und so. Aber deswegen wurde das von vielen sehnlichst erwartet.
Ich glaube, der Stil, nach dem ich suche, ist so ein bisschen der Moderator von dieser Radioshow aus Das fünfte Element. So ein bisschen in die Richtung habe ich das die ganze Zeit im Kopf, wenn ich an unsere Hauptfigur denke. Fingernägel. Machen wir natürlich lang dann in dem Fall und irgendwie schrill lackiert. Es gibt eine ziemlich coole Lackfarbe, die habe ich meiner weiblichen Figur gegeben. Hier, die finde ich witzig. Bei meiner weiblichen Figur hatte ich diese blonde Androidin aus Blade Runner so ein bisschen im Kopf, als ich die gebaut habe. Und dann trifft man im Spiel aber eine Figur, die sieht fast genauso aus wie die blonde Blade Runner Androidin. Und dann habe ich mir gedacht, damn it. Ich meine, der Nagellack ist schon wichtig. Da müssen wir uns echt gut überlegen, was wir da nehmen, weil das ist das Einzige von unserem Charakter, das wir wirklich ständig sehen während des Spiels. Ein bisschen crazy soll das schon aussehen, finde ich. Ja, ich finde so dieses Tigermuster eigentlich ziemlich gut. Total grün, genau. So Plastikkopfverkleidung gibt es leider nicht, oder? Nicht im Editor. Man kann ja Implantate in seinen Charakter einsetzen im Spielverlauf. Ich weiß nicht, inwieweit die Optik beeinflussen. Keine Ahnung. Mal schauen. Brustwarzen. An oder aus? Behalten wir mal Brustwarzen. Ich glaube, ganz so streng ist Twitch und YouTube auch wieder nicht mit den Regeln. Ich glaube, Männer dürfen Nippel haben, Frauen nicht. Bei Frauen sind Nippel sehr problematisch, logischerweise. Männer, kein Problem. Und was wäre, wenn der jetzt irgendwie große Brüste hätte? Was dann? Was dann, Twitch-Richtlinien? Was dann? Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Hab ich mir gedacht. Eine Grauzone. Das Tattoo könnte ich mir vorstellen. Aber vielleicht nehmen wir einfach keins. Und Narben auch nicht. Na gut, ich glaube, dann sind wir schon fertig. Dann nehmen wir den. Warum denn nicht? So. Genau, jetzt müssen wir uns überlegen. Also, ich habe meine Singleplayer, also meine Privatspielfigur, sehr intelligent und zu einer totalen Hackerin gemacht. Mit super technischen Fähigkeiten. Das heißt, hier würde ich jetzt gern eher einen Kämpfer machen. Einfach so, damit ich zwei verschiedene Spielerlebnisse habe. Dann kann ich auch ein bisschen... Genau. So Plastik wie der Bösewicht aus Das fünfte Element. Ja, es könnte sein, dass es Kleidungsstücke gibt, die so in die Richtung gehen. Das ist möglich. Da habe ich noch nicht so viel gesehen. So, Konstitution, Gesundheit, Ausdauer, Schaden mit Fäusten und Gorilla-Armen. Anscheinend kann man sich irgendwann mal Gorilla-Arme bauen oder kaufen oder was weiß ich was. Schaden mit Nahkampfwaffen und so weiter. Verstehen wir schon. Reflexe, passives Aufweichen von gegnerischen Angriffen, kritische Trefferchance. Kritische Trefferchance. Schaden mit Mantisklingen. Mantisklingen klingt nach was für unseren Charakter. Deine technischen Fähigkeiten. Coolness. Kritischer Schaden, alle Resistenzen. Schaden im Stealth-Modus um 10% erhöht. Schaden entdecken. Gegner entdecken dich im Stealth-Modus langsamer. Ja, machen wir ein bisschen Coolness für den Anfang und gute Reflexe und ein bisschen Konstitution. Wie, aus der Konzernwelt. Ah ja, das haben wir schon gelesen. Genau, bestätigen. Na dann, ich bin gespannt, wie der jetzt, ne, mit Dieter sehen die Charaktere doch immer anders aus wie im Spiel. Wenn wir jetzt dann Kleidung tragen und Kleidung finden, bin ich gespannt.
wie der dann wirklich aussieht. Man kann aber nicht sehr viel customizen. Nee, kann man leider im Editor wirklich nicht. Ich habe jetzt die, wegen Twitch und YouTube, die Nacktoption ausgeschaltet. Deswegen konnten wir jetzt leider seine Genitalien nicht customizen, was natürlich toll gewesen wäre. Aber sehr viel mehr gibt es dann wirklich nicht mehr, auch im unzensierten Editor. Und auch da gibt es nur drei Penisse und eine Vagina. Insofern, naja. Hübsch sind wir. Oh, guck mal, da unten laufen sogar Aktienkurse jetzt durch. Das finde ich ja witzig. Das Implantat hatte ich mit meiner anderen Charakterin nicht. Bist du da? Ja. Ja. Ich bin hier. Alles okay? Ja. Musste nur mal durchatmen. Klang, als bräuchtest du neue Eingeweide. Ja, ich habe gekotzt. Ist der Stress. Dein Job wird dich nach oben bringen. Was ich sehr gut finde, die haben wie in Witcher 3 quasi die Dialogoptionen, ja, die Dialogoptionen, die den Dialog vorantreiben, anders farblich markiert als die optionalen Dialoge. Das finde ich sehr gut. Keine Sorge, noch bin ich nicht tot. Genau. Noch. Wie auch immer. Was ist los? Gibt's ein Problem? Wir hatten ein Datenleck. Mein Boss hat mich reingerufen. Wir mussten was tun. Alle im Night City HQ sind nervös. Aber dafür können sie dir nichts, oder? Du musst ständig ausbaden, was andere verkacken. Jackie, wer für Arasakas Spionageabwehr arbeitet, ist immer am Arsch. Ich muss jetzt los. Die Arbeit macht sich nicht von allein. Buona sorte. Die Stimme passt überhaupt nicht zu der Figur, die ich mir in meinem Kopf ausgedacht habe, aber meinetwegen. Willkommen in City Punk 2077. Dein erster Besuch in Night City, Chom? Schätze ich mal. Verfolge die Tutorials aufmerksam, um mehr über die Grundlagen des Spiels zu lernen. Und das mache ich jetzt wirklich, weil in meinem ersten Playthrough, also mein erster Charakter, wo ich schon ein paar Stunden reingesteckt habe, habe ich mir gedacht, ja, Tutorials, hier wegklicken, wegklicken, wegklinken und wusste dann überhaupt nicht, was zur Hölle eigentlich los ist. Also wirklich, ich schaue mir die Tutorials heute sehr gut an. Wenn du bereits ein erfahrener Edge-Runner bist, kannst du die Anzeigen der Tipps deaktivieren. Du kannst über die Datenbank jederzeit auf Tutorials oder die wichtigsten Themen in Cyberpunk zugreifen. Weiter! Gehen wir erstmal aufs Klo, oder? Aha. Wird hier heimlich geraucht? Ich rufe sofort den Hausmeister oder wer auch immer zuständig ist. Es ist schon auch cool mit dem verschiedenen Einstieg, weil mit meinem privaten Charakter habe ich eben so ein. Wie hießen die? Ich weiß nicht, die in Outbacks leben, außerhalb der Stadt, in der Wüste. Und da fährt man am Anfang im Grunde einfach nur mit seinem Auto so ein bisschen durch die Steppe. Und es sieht fast ein bisschen wie Final Fantasy 15 aus. Und hier bin ich jetzt in so einem riesen Konzerngebäude. Das ist schon cool. Das ist schon gleich ein ganz anderes Gefühl einfach mal. Die Normand, genau. Japanischen Marine.
Im Alter von 23 war er bereits zum Kapitänleutnant aufgestiegen. Ich finde es cool, dass es überall so Nachrichtensendungen und Shows gibt, die man sich auch wirklich angucken kann, wenn man will, um mehr über die Welt zu erfahren. Was wir bestimmt auch öfter machen werden, aber jetzt machen wir erstmal unser Tutorial hier fertig. Ist ja ewig her. Hey, Person. Ich bin's, Frank. Frank. Wir kennen uns seit Icefall. Icefall. Erinnerst du dich? Ja, ich wusste nicht, dass du in Night City bist. Wie geht's dir? Ja, du weißt ja, wie es ist. Vor einer Woche war ich noch in Er hat scheiß Frankfurt gesagt. Ich hab gehört, du bist jetzt bei der Spionageabwehr. Muss stressig für euch sein nach dem Mist in Frankfurt. Jenkins ist dein Chef, oder? Ist er so, wie alle sagen? Erzähl mir von der Sache in Kapstadt. Operation Cargo. Schon davon gehört? Bewaffnung lokaler Konflikte in Afrika? Da warst du involviert? So ist es. Wir haben Kisten voller Gewehre in den Ozean geworfen. Sie mussten sie mit geborgten Booten rausfischen. Immer dasselbe. Aber hey, so gewinnt man Kriege. Ich habe mir gedacht, um Cyberpunk gerecht zu werden, ziehe ich heute ein bisschen flashigere Sachen an und habe so einen grünen Trainingsanzug zu der roten Jacke angezogen und habe nicht dran gedacht, das mit dem Greenscreen, ne? Aber dann habe ich mir gedacht, das ist ein cooler Effekt eigentlich. Ist auch so ein bisschen cyberpunkig hier. Ich habe quasi so semi-durchlässige, super Glitzerkleidung an. Warum nicht? Was sagen die Leute denn über Jenkins? Dass er effizient ist. Wie jeder Psychopath. Hab gehört, er ist vor kurzem etwas durchgedreht. Hey, er hat es nicht leicht. Die Direktorin sollte seine Beförderung durchwinken, als die Japaner angekommen sind. Stattdessen hat sie ihn hintergangen. Und du? Für wen arbeitest du? Abernathy. Sie ist echt gut. Hat sich den ganzen Kapstadtplan allein ausgedacht. Abernathy? Das kleine Miststück, das mein Boss die Beförderung vermasselt hat. Du weißt ja, wie es läuft. Solche Dinge passieren. Hm. Tun sie wohl. Und im Fallout 4 Paralleluniversum hat sie Abernathys Farm gegründet. Wenn halt die Welt untergeht, dann, ne, macht mal andere Sachen. Hör zu, tut mir leid, aber ich hab's eilig. Wir reden ein andermal, okay? Klar, okay. Schön, dich wiederzusehen. Was wird denn hier gemacht? Aktiv. Systemsicherheit bestätigt. Was? Sieh nicht hin. Das ist der Jenkins Junge. Bin ich der junge Jenkins? Hat sie gerade über mich geredet? Arbeiten. Was die wohl gerade machen? Ich dachte, ich heiße Wee. Bitte betreten Sie den Vorraum. Setz dich, Wie, bin gleich bei dir. Wir müssen das Abstimmungsproblem klären, ehe wir unsere Wolkenmeerstützpunkte verlieren. Sie fangen gleich an. Wie ist die Lage? Das war zu erwarten. Du weißt, was zu tun ist. Leg los. Direktorin Abernathy? Ich habe die Abstimmung gesehen. Was zur Hölle war das? Eine Grundreinigung. Nach dem Bockmist in Frankfurt am Main. Wie wir es besprochen haben. Ich habe das Problem beseitigt. Meine Anweisung war, das Problem zu lösen, nicht den Europäischen Weltraumrat abzuschlachten. Die Vertuschung wird ein Vermögen kosten. Wir hätten die Lizenz verloren. Jetzt haben wir eine Woche gewonnen. Das ist gut. Immer mit dem Kopf durch die Wand. Keine halben Sachen. Typisch Jenkins. Wir sind mit dem Thema noch nicht fertig. Ich hasse diese Schlampe. Schon immer. Wie lange ist immer? Vor Night City haben wir in Osaka zusammengearbeitet. Sie hat 2 Jahre daran gearbeitet, mir Fallen zu stellen. Und als sie Spec-Off-Direktorin wurde,
hat sie mir endgültig einen reingewirkt. Schnell den Schreibtischstock suchen. Wir finden jetzt bestimmt irgendwelche belastenden Sachen. Nimm das. Dammit. Abzug drückt sie nicht. Sie braucht mich. Ich erledige die Arbeit, zu der sie nicht den Mumm hat. Miststück. Teilen und erobern. Effektive Strategie. Effektiv. Was würdest du an meiner Stelle tun? Ganz ehrlich? Bitte. Viel kannst du da nicht machen. Sie hat den Night City Vorstand auf ihrer Seite. Wenn sie dich weghaben will. Tja. Tja. Sieht aus, als sähen wir das ähnlich. Der bietet mir nicht mal einen Drink an oder so. Bedien mich einfach selbst. Was? Ach so. Ein Splitter bietet ihr mir dafür an. Ein Datensplitter? Ein Vertrauensbeweis. Mach schon. Nimm. Ich finde, das wäre der Moment, dass ich jetzt so ans Fenster gehe und rausschaue und irgendwas mit ganz ernsthafter Stimme sage, wie Datensplitter. Da ist ein riesen Goldfisch unten. Nimm. Okay. Das habe ich die letzten Wochen gesammelt. Biometrik, Traumateamkarte, Namen nahestehender Menschen, Fahrer, Sicherheitschef, Liebhaberin, Mann der Liebhaberin. Alles. Nimm die Infos und sorg dafür, dass Abernethy kein Problem mehr darstellt. Du hast es selbst gesagt. Sie lässt mir keine Wahl. Wenn jemand erfährt, dass wir nur darüber geredet haben, gehe ich mit dir unter. Richtig. Jeder weiß, dass du es nur mit meiner Hilfe so weit geschafft hast. Niemand würde dir glauben, dass du nichts gewusst hast. Okay, aber können wir jetzt bitte über die riesen Goldfische da unten reden? What the fuck? Das sind wahrscheinlich Hologramme. Aber vielleicht auch Ballons. Wer weiß? Und was passiert, wenn ich mich weigere? Frag nicht so was Dummes. Das ist keine Bitte. Wie? Ich denke, wir verstehen uns. Hallo. Und nimm das hier. Cratchip-Transaktionen sind verfolgbar. Papier verschwindet, wenn man es ausgibt. Was soll ich sagen? Verwende nur dieses Geld und finde die Richtigen für den Job. Keine Konzernleute. Was die Kernaufgabe angeht, nimm jemanden, den du sehr gut kennst. Klar? Ja, ich habe schon verstanden. Gut. Ich erwarte deinen Bericht. Und viel Glück bei der Sache. Mein AV wartet draußen. Du kannst ihn benutzen. Enttäusch mich nicht. Okay. Mir wäre Third Person auch lieber. Ich bin auch kein Freund von First Person. Aber ich muss schon sagen, die haben die Welt, gerade wenn man die jetzt draußen ein bisschen erkundet, wirklich sehr schön, sehr detailliert gemacht. Und das kann man halt aus der First Person schon schöner betrachten. Das ist eine gute Perspektive, um so langsam durch die Welt zu gehen, sich das alles anzugucken und sich zu denken, so wow, schön gemacht. Aber fürs Gameplay bin ich auch kein First-Person-Fan. Gerade weil es auch so ein bisschen Deckungsshooter-Mechaniken hat, da wäre mir Third-Person immer lieber. Aber gut. Es geht schon. Ich habe hier die Berichte für Sie. Ich habe gerade zu tun. Schick sie mir einfach. Wie? Alles okay? Wie läuft's in der Schlangen? Schlangengrube. Das ist noch milde ausgedrückt. Hast du Ärger? Noch nicht. Fürs Erste brauche ich jemanden, dem ich traue. Das klingt eher nach einem Ja. Wir treffen uns in einer Stunde im Lissys. Ich habe mal eine Schallplatte geklaut. Und hier haben wir Einordnung Standort Night City. Das können wir mal lesen. Dieser Leitfaden richtet sich an alle Arasaka-Agenten, die ihre Arbeit in Night City aufnehmen. Bitte befolgen Sie die örtlichen Verhandlungsregeln, da diese von denen an anderen Arasaka-Standorten abweichen können. Wenn Sie sich im Arasaka Tower befinden, müssen Sie zu jedem Zeitpunkt über die aktuelle Firmware des Konzerns verfügen. Alle Agenten müssen vorschriftsmäßig Zwischenberichte zu ihrem jeweiligen Vorgesetzten einreichen.
alle Fallführer sind dafür verantwortlich, dem leitenden Manager Bericht zu erstatten. Im Fall einer Krise haben alle Agenten sich im Arasaka Tower zu melden. Ausnahme können genehmigt werden für aktive Agenten, die in streng geheimen Operationen tätig sind. Alle operativen Einheiten in Night City unterstehen der Aufsicht von Susan Abernathy, Director of Special Operation. Okay. Ich dachte schon, ich bin der Einzige hier mit gefärbten Haaren, zum Glück. Yeah, Blue Crew. Power. Persons. Paddy. Ich brauche einen Stempel von dir. Was? Möglicherweise ist einer von uns aufgeflogen. Was? Schon wieder Frankfurt? Nein, geht um was Lokales. Okay, gib mir die Kurzversion. Unser Agent bei Biotechnica vermutet, dass er enttarnt wurde. Sie haben ihm kürzlich Sicherheitsstufe Rot gewährt. Die höchste. Er sucht nach Dreck, kommt aber nicht voran. Komm zum Punkt. Die sind zu sauber. Blitzblank. Kein einziger Fleck, nirgendwo. Wir glauben, sie haben ihn enttarnt und füttern ihn mit falschen Daten. Sollen wir ihn rausholen oder weitersuchen lassen? Erwartete Risiken? Nicht lebensbedrohlich. So arbeitet Biotechnica nicht. Erpressung wäre möglich. Eventuelle Falschdarstellung in den Medien. Der Mann hat Kinder, er würde zusammenbrechen. Holt ihn raus, aber still und leise. Wir wollen nicht, dass irgendwer den Braten riecht. Jenkins wird sauer sein. Um den kümmere ich mich. Verstanden. Jenkins wird ja eh bald von Abernathy abgesägt. Ich habe da Informationen aus erster Hand. So, Schublade öffnen, ne? Warum nicht? Kognitiven Booster benutzen. Na, warum nicht? Oh yeah, ich fühle mich so kognitiv geboostet. Hey, guck mal, da ist ein Retro-Gaming-Magazin mit The Witcher 3 Werbung vorne drauf. Ja, ja. Finde ich lustig. So, aber das würde heißen, dass Cyberpunk in unserer Welt spielt, aber die Cyberpunk-Lore geht schon echt ziemlich weit zurück und das weicht schon ziemlich früh von unserer Welt ab. Aber gut, ich heb die Karte trotzdem auf. Mit unseren geilen Tiger-Fingernägeln. Rawr! Gut, okay. Benutzen den Computer, bitte. 4 Nachrichten. Frag mich ja, ob Siri auch irgendwann mal auftaucht. Ja, ich bin mir nicht sicher, ne? In Witcher 3 war ja die Anspielung an so eine Cyberpunk-artige Welt, die Siri besucht hat, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Das, was sie jetzt, wo ich Cyberpunk wirklich spiele, passt das, was sie sagt, mit jeder hat sein persönliches Fluggerät und sowas, auch gar nicht wirklich in die Cyberpunk-Welt. Insofern hat man da vielleicht auch damals ein bisschen zu viel reininterpretiert einfach. Mit den Stars in den Sternen von Crystal Place. Unschlagbare Angebote an verschlüsselt. Ich dachte, ich heiße Wee. Ich dachte, ich heiße Wee Jenkins. Und jetzt heiße ich plötzlich verschlüsselt. Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Warst du schon so oft in Thailand, Marokko und Alaska, dass es dir zum Hals raushängt? Hast du Lust auf ein echtes Abenteuer statt noch einer Tour durch Europa? Willst du sehen, wie die großen Film- und Braindance-Stars der Welt feiern und sich entspannen? Willst du die Stars in den Sternen sehen? Jetzt hast du die Gelegenheit. Der Crystal Palace, nicht Place, bietet dir eine einmalige Gelegenheit, eine Suite mit Blick auf die Erde zu buchen. Und dazu eine unendliche Auswahl an Gutscheinen für unsere preisgekrönten Restaurants und Casinos, damit das Glück von Anfang an auf deiner Seite ist. Und keine Angst, wir sorgen dafür, dass dein Aufenthalt bei uns himmlisch wird, aber die Kosten nicht astronomisch. Ergebnis der vergangenen Woche von
Quantified Satori an Wii. Wir heißen wirklich einfach nur Wii und ich find's komisch, weil in dieser Welt haben die Leute scheinbar normale Namen. Alle haben irgendwie Namen, meistens Vor- und Nachnamen. Und ich heiße einfach nur V und alle sind cool damit. Ich meine, für die Nomads und sowas, diese Wüstenrunner, da habe ich mir nichts dabei gedacht, aber jetzt bei unserem Unternehmensheini da, finde ich das komisch. Bei der Messung ihrer biometrischen Werte wurden Abnormalitäten festgestellt. Wie bei den vorhergehenden Messungen sind die Cortisol- und Adrenalinwerte erhöht. Die Verwendung von Hormonblockern ist nur für 2 Wochen empfohlen, bevor eine Wiederherstellung der Ausgangslage fällig wird. Bei ihnen erstreckt sie sich jedoch bereits über mehr als 3 Wochen. Empfehlung: Machen Sie einen Termin mit Ihrem Trainer aus, um einen Erholungsplan zu erstellen. Postmortem-Analyse, Operation Wurmiger Apfel. Arasaka Abteilung für Analytik in Night City an mich. Der Ausschuss der Abteilung für Betriebsaufsicht ist bei einer Sitzung zur folgenden Schlüssen über die Operation Wurmiger Apfel gekommen. Erstens, bei der Durchführung der Operation wurde das übliche Prozedere nicht befolgt, wodurch das Leben von Agenten und vor allem der Ruf des Konzerns gefordert wurde. Vor allem der Ruf. Menschen kann man ersetzen, ein Ruf nicht. Die Operation führt nur deshalb zum Erfolg, weil Petrochem noch schwerwiegendere Fehler gemacht hat als wir. Alle Mitarbeiter, die an der Planung der Operation beteiligt waren, müssen sich einer internen Überprüfung unterziehen. Oh, mein Laptop ist so laut eingestellt. Earth Freedom, danke fürs Subscriben. Ich muss meinen Laptop leiser machen. Dankeschön, wirklich. Voll nett. Wo waren wir stehen geblieben? Der Tod der Kontaktperson in Prag, Todesursache Herzstillstand durch Giftstoff, wurde direkt durch mangelhafte Planung verursacht. Wirklich direkt durch mangelhafte Planung. Weil wir so schlecht geplant haben, ist irgendwie Gift plötzlich in sein Getränk gefallen. Oder so. Stand das in unserem schlechten Plan drin, dass wir das machen? Und deswegen, ich weiß nicht, was das... Weiteres Vorgehen. Alle Planungsschritte der Operation müssen geprüft werden, von anfänglicher Recherche bis hin zur Umsetzung, um die Fehler in Vorgehensweisen und oder Beurteilungen, bla 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 bla. Neuräumlichkeiten. Von Bekanntmachung. Okay. An Arasaka Night City. Es ist uns eine große Freude, die Eröffnung einer neuen Räumlichkeit in unserem Hauptquartier in Night City bekannt zu geben. Unsere Wissenschaftler haben mit äußerster Sorgfalt authentische Flora und Fauna des Regenwalds ausgewählt, um diese experimentelle, selbstversorgende Ökosystem ins Leben zu rufen. Weitere Einzelheiten folgen gekürzt. Ach, das würde ich mir gerne anschauen. Dann haben wir eine Datei. Ist das das, was wir bekommen haben von dem einen Kerl mit dem Tablet da? Oder wie? Das geht so langsam durch. NUSA und Militech. Nach der Auswirkung gesammelter Daten von Kontaktpersonen in Utah, Nevada, Arizona und Montana konnten wir keine aktiven Bemühungen der NUSA gegen Arasaka-Anlagen oder Aktivitäten in föderalen Territorien feststellen. Allerdings lässt sich derselbe Schluss nicht auf potenzielle Bedrohungen durch Militech ausweiten. Also ich glaube, ich kenne mich in der Welt von Cyberpunk selber noch nicht so gut aus, aber ich glaube, man kann schon zusammenfassen, dass es quasi in Night City, was so die große Stadt ist, irgendwie 4, glaube ich, große Unternehmen gibt, die im Endeffekt alle Fäden in der Hand halten. Und es gibt zwar quasi sowas wie eine Regierung und eine Präsidentin, aber die sind quasi irgendwie technologisch und finanziell komplett im Arsch. Und im Endeffekt sind die Konzerne das, was regiert im Endeffekt. Und die 4 auch so ein bisschen gegeneinander natürlich mit Spionage und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist so grob das Setting. Allerdings lässt sich dieselben blablabla, genau. Auch wenn der Konzern enge Verbindungen zur Regierung der NUSA hat, könnten wir keine wertvollen Informationen über Militech sammeln, da deren interne Vorgänge und Informationsflüsse bedeutend strenger kontrolliert werden. Wir müssen uns vorerst mit
unbestätigten Vermutungen unserer eigenen Agenten begnügen. Fazit: Mehr Nachforschungen durch Agenten sind erforderlich. Derzeitige Datenlage beruht zu sehr auf Vermutungen und lässt keine eindeutigen Schlussfolgerungen zu. Aufstehen. Vielleicht sollten wir die E-Mail noch schließen, oder? Der Bericht war, glaube ich, nur für uns. Hier, gehen wir... Ach, stimmt eigentlich, das wollte ich mir noch anschauen. Man kann nämlich ins Internet gehen. Die haben... Es ist so ein bisschen GTA auch irgendwie, ne? Was gibt's denn hier? Ah ja, Arasaka ist unser Konzern. Irgendwie. Profil, Time Tracker. Ist das jetzt... Hab ich da jetzt einen speziellen Zugang oder ist das die öffentliche Seite hier? Training... Schaffung und Aufrechterhaltung, Nachrichtendienstleistungsnetzwerke, Aufbau der Verteidigung. Ich glaube, das ist irgendwie komisch. Gehen wir nochmal zurück. Ich bin mir nämlich nicht sicher, weil durch eins von den alten Pen and Paper Spielen wurde quasi noch die vierte Firma eingeführt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob die überhaupt wirklich Canon ist. Noch. Deswegen weiß ich nicht, ob es 3 oder 4 sind. Militech, von denen haben wir gelesen. Die offizielle Seite. Leistung. Militech International arbeitet für das öffentliche Wohl der NUSA. Unsere Streitkräfte wachen über Frieden im Land. Okay, das ist der Militärkonzern. Ah, nee. Benutzt den nochmal. Ich würde das gerne ein bisschen einordnen können, nur grob, was es so für Fraktionen gibt und was die machen. Militech ist, wie der Name schon vermuten lässt, anscheinend so der Militärkonzern. Privatisiertes Militär. Und hier, ich weiß echt nicht, irgendwie sollten wir unsere Homepage nochmal überarbeiten. Ich glaube, ich schreibe mal eine interne E-Mail, dass das ein bisschen unübersichtlich ist. Nachrichtenleistung, Netzwerk, Aufbau der Verteidigung von Firmenvermögen im Fall eines bewaffneten Konflikts. Ich glaube wirklich, das sind eher so interne Sachen, oder? Ups, ich will das gar nicht machen. Ich möchte nur zurück. Was haben wir hier? Das... Delamain. Das ist wahrscheinlich auch eine der Firmen. Willkommen. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Steht für Komfort und Sicherheit in der Stadt, in der Feuerwaffen so alltäglich wie Direct Links sind. Können Sie unsere Limousinen garantieren? Ah, ein Autohersteller. Na gut, ich will jetzt ein bisschen weitermachen hier. Wir haben noch genug Computer und genug Möglichkeiten, das nochmal wirklich im Detail zu erkunden. Aber jetzt gerade will ich hier welche kaputt hauen und nichts lesen. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ganz genau, ich auch nicht. Telefonierende Frau. Nein, yeah. Ich habe nichts dergleichen gesagt. Bro, doch, ich habe es genau gehört. Jetzt wieder alles leugnen. Ich dachte schon, dass die jetzt mit mir Leute kaputt hauen geht. Man uns in Stücke reißen. Das wird aber keiner rausfinden. Und die paar, die was wissen, wir kümmern uns um sie. Oh. Achso. Zugriff gewährt. Oh, kriege ich jetzt hier ein fliegendes Flugzeuglimousinen-Ding-Auto oder wie? Cool. Aber das kann ich nicht selber steuern jetzt wahrscheinlich, oder? Schade. Zeig mir die Bezirksanalyse. Verstärkte NCPD-Präsenz und Aktivität in Haywood. Es gibt keine offiziellen Stellungnahmen. Abgefangene Funknachrichten sprechen für einen Maxtech-Einsatz in der Gegend. Großflächiger Ausfall des Stromnetzes gemeldet in Santo Domingo. Aktivitäten in allen anderen Bezirken weisen keine Abnormitäten auf. Na dann, auf zu Lizzie's Bar. Neues Ziel, Lizzie's Bar. Schon unterwegs. Radio einschalten. Ich habe extra, man kann nämlich in den Optionen, ich muss mal ganz kurz pausieren, in den Optionen kann man wirklich lizenzierte Songs ausschalten, damit man problemlos streamen und auf YouTube hochladen kann. Das ist voll die nette Komfortfunktion irgendwie. Finde ich cool. Naja. Weiter geht's. Eine Konferenz des Europäischen Weltraumrats wurde plötzlich durch einen Fehler im Neuralstabilisationssystem unterbrochen. 5 Mitglieder des Europäischen Weltraumrats sind tot, 3 weitere in kritischem Zustand. Nach einer möglichen Erklärung für den schockierenden Vorfall wird noch gesucht. Nehmen wir noch einen. Die Ratsmitglieder benutzen alle von Biotechniker zur Verfügung gestellte
Geräte. Der Konzern hat noch keine Stellungnahme zu dem Vorfall abgegeben. Unser Reporter ist vor Ort. Wir bringen Ihnen die neuesten Entwicklungen in Echtzeit. Bleiben Sie dran für die neuesten Nachrichten. Das ist schon sehr Blade Runner, oder? Wenn man hier so durch die Stadt fliegt. Blade Runner hat Cyberpunk halt so eine eindeutige, wiedererkennbaren Stil einfach gegeben, der halt seitdem immer wieder aufgegriffen wurde und oft nur leicht angepasst. Ah, Telefon. Mein Life-Coach. Hallo, wie? Ja, wir hatten doch erst Ende der Woche einen Termin. Quantified Satori hat eine Benachrichtigung über eine leicht beunruhigende biometrische Messung erhalten. Bei dir alles in Ordnung? Ja, bei mir läuft alles prima. Denk an unsere letzte Sitzung. Die neuromotorischen Entspannungsübungen. Dreimal täglich. Das wird dir helfen. Glaub mir. Sicher, okay. Wir sehen uns. Da fällt mir ein, dass ein neues Perfect Dark angekündigt wurde gestern bei den Game Awards. Da bin ich skeptisch. Aber auch dezent hoffnungsvoll. Das wäre cool, wenn die ein gutes neues Perfect Dark machen könnten. Es konnte kein ausgewiesener Landepunkt am Zielort. Weil die Welt sehr ähnlich ist, deswegen fällt mir einfach so nah wie möglich an der Bar. Scheiß aufs Protokoll. Initiiere Landesequenz basierend auf neuen Parametern.